Wie baust du dir als Immobilienmakler bei zukünftigen und potenziellen Auftraggebern das Vertrauen auf? Diese eine Sache wird dich komplett zerlegen, wenn du das nicht beachtest. Die Rede ist von falschen Versprechungen. Die Immobilienmakler-Szene hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich einen exzellenten Ruf erarbeitet, Versprechungen zu machen, die sie nachher nicht halten kann. Und hier haben wir zwei Bereiche. Der erste Bereich ist die Sicht der Käufer. Käufer haben eine wahrgenommene Leistung von Immobilienmaklern in der Richtung, dass sie die Tür aufschließen und eine dicke Provisionsrechnung stellen. Das ist das, was bei den Menschen draußen ankommt. Das ist Fakt und das ist unumstößlich. Da beißt die Maus kein Faden ab. Dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Also die Frage ist wirklich, warum machen Immobilienmakler falsche Versprechungen? Und ich will ein Beispiel rauspicken, nämlich das Beispiel, dass der Immobilienmakler etwas verspricht oder zumindest Glauben macht dem Verkäufer, dass er glaubt, den Kaufpreis, den er im Kopf hat, den kann er tatsächlich erzielen. Und solange da draußen Immobilienmakler rumlaufen, die Verkäufern das auch noch wie Honig unter den Bart schmieren, dass sie das in irgendeiner Weise erreichen können, wird die gesamte Szene sich ad absurdum führen. Und die Immobilienmakler müssen jetzt langsam aber einfach mal diesen Turnaround schaffen, anzufangen und wirklich Dinge beim Namen zu nennen, wie sie wirklich sind. Weil wenn Verkäufer merken, dass sie mit ihren Wunsch- und Traumvorstellungen nicht durchkommen und die Maklerschaft einheitlich korrekt und sauber arbeitet, dann wird es auch sich Schritt für Schritt umkehren. Wie kann es denn sein, dass, wenn ich aber auch nur die einfachsten Tools einsetze, dass ich einem Verkäufer glaubhaft mache, oder in dem Glauben lasse, dass er eine Immobilie, die eigentlich 100.000, 200.000, 300.000 oder 20, 50, teilweise sogar 100% über dem Marktwert liegt, tatsächlich verkaufen kann? Also wie kann man daran einfach nur noch, also überhaupt nur einen Funken, wer einen Funken von Verstand noch in seinem Kopf hat, der kann doch nicht glauben, dass das in irgendeiner Weise funktioniert. Weil am Ende passiert doch Folgendes. Wenn der Verkäufer glaubt, dass der Makler das irgendwie schon richten wird oder der Makler, der muss es doch wissen, dann kann doch das Ergebnis nach 2, 3, 4, 5 oder 6 Monaten nur sein, dass am Ende des Tages doch immer der Makler schuld ist, weil der hat es mir doch versprochen. Und selbst wenn du es gar nicht versprochen hast, du hast ihm aber in dem Glauben gelassen, dass es in irgendeiner Weise funktionieren könnte. Und am Ende hast du ihm gesagt, dass es funktioniert. Ob es so war oder nicht, spielt doch nachher gar keine Rolle. Denn im Auftrag steht drin, dass du zu dem oder zu dem Angebotspreis die Immobilie verkaufst. Also das ist einfach ein falsches Versprechen, was gemacht wird. Ein weiteres falsches Versprechen ist, schlicht und ergreifend, die Dauer von so einer Vermarktung. Also selbst wenn man jetzt sagt, 3 Monate oder 6 Monate, dann musst du dir im Klaren darüber sein, dass du auch ernsthaft liefern kannst. Wirklich und tatsächlich. Und ich möchte dich einfach fragen, bist du dir bei dem, was du bei deinem Kunden sagst, sicher in dem, was du sagst? Und bist du auch sicher, dass du das auch liefern kannst, was du sagst? Und spätestens an dem Punkt, wo du dir nicht sicher bist, dass du liefern kannst, lass es einfach sein. Weil wenn du nicht liefern kannst, dann wird der Verkäufer dir in den Rücken schießen.
Er wird dir vielleicht nicht nur in den Rücken schießen, sondern er wird dir ins Gesicht schießen. Also, meine große Bitte an dich da draußen ist, mach als Immobilienmakler keine falschen Versprechungen. Anderes Beispiel, eine Wohnung ist vermietet. Du kannst eigentlich schon sehen, dass das hier schwierig wird. Aber du machst trotzdem den Auftrag. Du sagst trotzdem, du kriegst das schon hin. Auch hier ist es eine Situation, wenn du ein Versprechen gibst, dass du etwas vermarkten, verkaufen, vermieten, vermitteln, nenn es, wie du es willst, dann musst du das Ganze auch sauber prüfen. Denn du stehst ja am Ende mit deinem eigenen Wort da. Natürlich kann man im Leben auch mal was falsch machen. Man kann auch mal daneben hauen. Das ist überhaupt nicht das Riesenproblem. Wenn daraus aber ein Konzept wird, also ein Konzept im Sinne von systematisch und dauerhaft Versprechungen abzugeben, wie das leider Gottes einige Immobilienmakler und auch honorige größere Firmen da draußen tun, dann ist das nicht mal ein Ausrutscher, sondern ist es System. Und du solltest auf gar keinen Fall systematisch Versprechungen abliefern oder Versprechungen geben, die du am Ende nicht halten kannst. Also, nur eine gute Botschaft an dich. Wenn du was sagst, sieh zu, dass du es einhalten kannst. Weil ansonsten schießt du dich Schritt für Schritt ins Aus. Und eine andere Sicht solltest du auch noch mit einbeziehen. Denn mit jedem Mal, wo du daneben haust, wirst du ein Stück weit den Glauben an dich selber verlieren. Du wirst ein Stück weit merken, dass du eben Dinge tust, die du nicht einhalten kannst. Und alleine deswegen solltest du es schon auf gar keinen Fall tun. In diesem Sinne, beherzigen, umsetzen, mach einfach die Dinge, halte es ein und du wirst deutlich erfolgreicher sein als viele, viele andere Makler da draußen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.